Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, ich glaube, von vielen von euch am meisten nachgefragten, dem spannendsten Make-up-Launch 2021. Ich habe hier heute die ersten Rare-Beauty-Produkte von Selena Gomez. Wir werden sie testen. Ich habe eine Meinung, jetzt schon bevor ich sie benutzt habe, und freue mich aber ganz doll. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ihr habt super oft danach gefragt, ob ich die Produkte testen kann. Ich habe auch einige gekauft, nicht alles, weil ich dachte, wir testen uns erstmal so ein bisschen ran und schauen, wie die Produkte sind. Und je mehr Produkte auch zu Sephora online kommen, umso mehr können wir dann natürlich auch testen. Aber ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Lust drauf. Ich habe es auf jeden Fall und freue mich, dass ihr heute hier seid. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mit dem Video. Falls du hier neu bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das kostet natürlich nichts. Ich bin mindestens dreimal die Woche hier. Wahrscheinlich Ende des Monats auch ein viertes Mal. Und dann würde ich mich freuen, wenn du zur Giacomo Army dazugehören würdest. Freunde, eine Sache habe ich noch ganz kurz. Kleine Werbung an dieser Stelle, denn ihr wisst, ich arbeite ja schon lange mit Beauty Mate zusammen und ich habe in den letzten Monaten eng mit Beauty Mate zusammengearbeitet und es gibt eine neue Funktion auf der Webseite. Falls ihr mir auf Instagram folgt, was ihr unbedingt tun solltet, habe ich euch das schon gezeigt. Ich wollte es aber nochmal für meine YouTube-Community hier ins Video mit reinbringen, weil ich das so cool und super hilfreich finde. Beauty Mates kennt ihr. Beauty Mates gibt euch personalisierte Hautpflege mit verschiedenen Boostern, die ihr in eure Cremes mit reinmischen könnt. Ich benutze beispielsweise diese drei Booster eigentlich jeden Tag. Selbstbräuner Booster gelegentlich, Koffein Wake Up Booster und Augenlifting Booster mische ich mir immer direkt unverdünnt unters Auge. Und dann gibt es wirklich viele verschiedene Booster für viele verschiedene Hautprobleme. Und oft wurde ich gefragt: Ja, Maxim, woher weiß ich denn, was ich wirklich brauche? Und da hat Beauty Mates, no joke, richtig coole Sache. Ihr könnt dort auf der Webseite, ich blende euch das hier ein Foto von euch machen und eine künstliche Intelligenz scannt dieses Foto, schaut sich das Hautbild an, schaut sich die Elastizität der Haut an, so gut wie sie das kann und gibt euch dann am Ende die passende Auswertung und passend dazu die Produkte. Und Tatsache hat es bei mir super gut funktioniert, also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich habe jetzt kein explizites Produkt, wo ich sage, okay, probiert das aus, denn ich glaube, dass das Schöne bei Beauty Mates ist, dass ihr genau für eure Haut das Richtige machen könnt. Ich setze euch das einmal unten mit rein und falls ihr irgendwie Interesse an den Produkten habt, gibt es einen Code. Achtung, das ist ein neuer, das ist nur noch der Code Maxim und damit kriegt ihr 20% auf eure Bestellung und wirklich super, super cool. Was jetzt cool sein wird, ist hoffentlich Rare Beauty von Selena Gomez und wir starten. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass sich mein Hals schon so ein bisschen nicht angepasst habe an mein Gesicht, aber angepasst an die Foundation. Ich sehe ein bisschen aus wie Donald Trump. Denn ich habe eine Foundation gekauft. Guess what? Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Foundation zu dunkel zu kaufen und nicht zu hell. Bevor wir zur Foundation kommen, habe ich mir hier diese kleine Reisegröße von dem Primer gekauft. Ich habe euch immer wieder gesagt, probiert immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, kleine Größen aus, vor allem bei Produkten, die wirklich ein Investment sind. Die Produkte sind recht teuer. Das darf man nicht vergessen. Aber ab und zu gibt es ja auch Rabattaktionen oder man wünscht sich mal einen Gutschein. Aber ich persönlich selber teste auch meistens neue Produkte in Testergrößen, sofern es sie zur Einführung schon gibt. Und ich habe mich jetzt hier für den Illuminating Primer entschieden. Da sind 15 Milliliter drin, also ist eine gute Menge. Damit kommt man ganz gut klar. Kommt in einer Plastikverpackung, fühlt sich aber recht hochwertig an. Also das komplette Rare Beauty Design ist sehr sleek, aber nicht langweilig. Ihr seht es an den Verpackungen hier. Wir haben hier so coole Kugeln und der Hintergrund ist, sofern ich mich daran richtig erinnere, ist, dass es auch Menschen benutzen können, die eingeschränkt sind in ihrer Bewegung, falls die Gelenke irgendwie steif sind mit Rheuma. Ich glaube, Selena selber hat auch Rheuma. Der Verschluss sehr einfach zu benutzen ist. Ist eine coole Sache, kenne ich so persönlich aus der Beauty-Welt auch noch nicht. Und umso schöner ist es, dass es das endlich mal gibt, dass da wirklich Leute drauf achten. Ich bin immer super skeptisch, was Celebrity Make-up angeht, aber ich habe sehr viel Gutes von Rare Beauty gehört. Deswegen starten wir mit dem Primer. Ich gebe mir jetzt erstmal zwei Pumpstöße hier rauf. Der ist leicht parfümiert, riecht ein bisschen pudrig. Ja, doch, der riecht sehr pudrig. Also wie so ein Bodypuder. Und den gebe ich mir jetzt erstmal hier ins Gesicht. Sehr weich von der Textur her, ähnlich wie Wasser. Lässt sich aber sehr gut verteilen und ich glaube, ihr könnt sofort sehen, dass der so einen leichten Glow auf der Haut hinterlässt. Ich bin super gespannt, wie sich dann die Foundation darüber aufträgt. Gefällt mir erstmal gut. Ich mag den Geruch tatsächlich sehr gerne und hier könnt ihr sehen, wie glowy der ist. Also das ist kein Primer, der jetzt Glitzerpartikel mit drin hat.
grobe zumindest, sondern der ist wirklich so Glasskin. Kann ich mir super gut vorstellen, wenn man den mit einer Foundation vielleicht mischt, wenn man nicht ganz so viel Deckkraft haben möchte, dass man sich den so ein bisschen in die Foundation reingeben kann, um einfach so einen mehr Wet Skin Look zu kriegen. Ich mag das ja persönlich sehr, sehr gerne. Fühlt sich auch sehr pflegend an und ich bin super gespannt, wie sich die Foundation darüber verhält. Jetzt wird es wirklich spannend. Ich habe mir die Foundation gekauft und ich habe wirklich bestimmt eine halbe Stunde daran gesessen, um mir Swatches anzugucken und irgendwie kam ich damit aber nicht so richtig zurecht. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt, entweder warum habe ich das nicht gemacht? Ich empfehle euch was und mache es selber nicht. Es gibt eine Seite, findation.com. Ich setze euch das unten mit rein, falls nicht, erinnert mich bitte. Da könnt ihr eure Shade, die ihr beispielsweise, weiß ich nicht, bei der L'Oreal Infallible Foundation habt, könnt ihr dort eingeben und dann wird euch die passendste Foundation von einer anderen Marke vorgeschlagen. Ich habe jetzt hier die 290. Ich dachte wirklich, das könnte passen. Beim Hals sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus, beim Gesicht werden wir gleich sehen. Ich schüttel das Ganze einmal und dann haben wir hier einmal den Flakon. Sieht sehr, sehr schön aus. Das ist auch hartes Plastik, glaube ich. Ja, das ist Plastik. Und dann haben wir hier diese Kugel, an der man drehen kann. Was ich persönlich nicht mag, ist bei Foundations so ein Applikator. Ich habe wirklich lieber so einen Pumpspender. Das ist viel hygienischer. Und ich werde oft gefragt, ich mache die halbe Seite einmal. Ich werde oft gefragt, ja, was denn der Unterschied zwischen Concealerfüßchen und Foundationfüßchen ist. Erstmal, ich habe keine Unreinheiten direkt unterm Auge. Donald Trump is shaking. Ich habe keine Unreinheiten unterm Auge. Und wenn ich mit so einem Concealer-Füßchen auf die Haut gehe, unterm Auge, ist das nicht ganz so schlimm, weil da nichts ist, wo ich groß Bakterien mit in die Foundation mit reingeben kann. Bei der Foundation Unebenheiten, Unreinheiten habe ich vor allen Dingen im Gesicht und nicht unter den Augen. Und das persönlich finde ich nicht so hygienisch. Klar, man könnte sich das auch auf die Hand geben. Es ist aber nicht so komfortabel. Ich bin sehr einfach und sehr gemütlich. Und ich verteile mir jetzt die Foundation einfach mal im Gesicht. Farbe, wie gesagt, absolut off. Ne? Passt jetzt zu meinem Hals, weil ich den Hals angepasst habe. Aber ihr seht, ne, das sind bestimmt drei, vier, fünf Nuancen, die einfach völlig daneben liegen. Demnach passt der Concealer natürlich auch zero gleich. Aber um trotzdem einmal so ein First Impression Bild für die Foundation zu kriegen, glaube ich, ist es in Ordnung. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, die gefällt mir, dann kaufe ich natürlich die auch nochmal in der richtigen Farbe. Okay, First Impression von der Foundation. Ich hole euch selbstverständlich gleich ein Stückchen näher ran. Die Deckkraft ist sehr, sehr hoch. Aber sie ist wie Wasser. Also sie ist extrem flüssig. Ich habe sie eben, als ich sie mir auf dem Hals aufgetragen habe, auch auf der Hand aufgetragen. Und da war sie sehr, 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 sehr flüssig. Und sie ist sehr ergiebig. Also man braucht tatsächlich nicht viel. Das Finish ist jetzt so ein Semi-Matt, würde ich sagen. Der Primer scheint jetzt so ein bisschen durch. Wir schauen mal, wie sie sich verhält. Ob sie oxidiert, wäre nicht so gut. Und ob sie sich so ein bisschen von selbst settet. Ich bin ja im Moment, obwohl es Sommer ist, ein recht großer Freund davon, Foundations wirklich nur minimal zu setten. Ihr seht, hier habt ihr so eine Kuhle, da kommt immer so ein bisschen Produkt raus, da kann man noch so ein bisschen mehr rausholen. Die Handhabung des Produkts gefällt mir persönlich wirklich nicht, aber es geht jetzt erstmal hier ums Produkt. Gott, alter Schwede, ich weiß nicht, ob es Donald Trump oder Marge Simpson ist heute hier. Beauty-Guru am Start hier, ich hole euch ein Stückchen näher ran. Okay, also, wow. Vom Finish her auf der Haut wunderschön. Sehr, sehr wet auf der Haut. Ne? Also wirklich wie Wasser. Erinnert mich so ein bisschen von der Leichtigkeit an die L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation, glaube ich, heißt sie. Sehr, sehr weich, wie Wasser. Die Deckkraft ist aber sehr, sehr hoch. Also muss ich sagen, gefällt mir gut. Würde ich auch wieder tragen. Ich bin natürlich gespannt, wie sie sich jetzt so in der nächsten ein, zwei Stunden verhält. Ich trage die Foundation auch während des Schnitts gleich, damit ich euch dann eventuell noch mal ein kleines Update mit reinschreiben kann, wie sie sich über einen Tag oder die nächsten Stunden zumindest verhalten hat. Ich kann die nicht den ganzen Tag tragen. Also ich würde so persönlich nicht rausgehen, weil das ist definitiv falsch. Wir kommen mal zum Concealer. Da finde ich die Verpackung gar nicht schlecht, auch ähnlich daran angelehnt, aber das Füßchen, das ist nicht so ein klassisches Füßchen. Ich trage mir mal den Concealer erstmal hier auf der Hand auf. Das ist wie so ein kleiner Hammer. Also ihr könnt damit wahrscheinlich sehr präzise hier lang gehen und hier unter den Augen, aber es ist keine große ebene Fläche. Wir probieren es jetzt aber mal. Oh, wow, die Farben. Maxim, wie viele Shades Unterschied möchtest du zu deinem Concealer haben?
Ja, wir tragen erstmal eine halbe Seite auf und schauen mal, ob wir das irgendwie ausgeblendet kriegen. Aber wisst, ich mag ein helles Underei, deswegen starten wir. Ich habe hier den Blender von Essence gerade aktuell in der Hand. Ich habe nämlich vorhin das Video gedreht, was ihr, glaube ich, letzte Woche schon gesehen habt. Und ich finde den mittlerweile gar nicht so schlecht. Ich habe ja erst gesagt, dass er ein bisschen hart ist. Okay, also lässt sich recht gut ausblenden gerade. Er ist auch hier, die Textur ist sehr flüssig, nicht so cremig wie jetzt beispielsweise der Tarte Shape Tape oder der Catrice Liquid Camouflage Concealer. Der ist eher so ein bisschen flüssiger, hat aber eine gute Deckkraft. Also ihr seht definitiv den Unterschied, ne? Es ist super aufgehellt gerade unterm Auge. Von der Deckkraft her Medium. Ich würde ihn jetzt nicht High Cover nennen, er ist gut covernd. Wir machen mal die andere Seite und dann sieht das Ganze, glaube ich, nicht mehr ganz so verrückt aus. Also wie gesagt, das Füßchen und die Applikation von den Produkten, das mag ich nicht. Aber wenn man den Hintergrund dafür vielleicht kennt, dass es einfach sehr anwenderfreundlich für Leute mit Bewegungseinschränkungen sind. Okay, dann kann ich damit leben. Wir lassen den Concealer einmal kurz ein bisschen auf der Haut, denn wir kommen jetzt wirklich zu super spannenden Produkten, wo ich von Ellie gehört habe, dass sie das über alles liebt, das Produkt. First Impression von der Base. Schön. Sehr flüssig alles, sehr, sehr leicht auf der Haut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich geschminkt habe. Oh, ich glaube, mir fehlt was. Sekunde. Ich glaube, mir fehlt ein Blush. Sephora. Rechnung. Ja, tatsächlich habe ich das vergessen. Okay, umso besser. Wir haben diesen Blush. Davon habe ich viel, viel Gutes gehört. Der kommt in einer sehr, sehr schönen Verpackung. In einer anderen Farbe. Das ist eher so ein Babypink. Und hat hier so eine kleine. Oh, super cremig. Sehr schöne Farbe. Ist die Farbe Nearly Apricot. Wie tragen wir den auf? Mit einem Pinsel. Und zwar nehme ich hier einfach mal einen von Love and Lou. Pinsel ist gut voll. Ich arbeite es mir erst noch ein bisschen in der Hand ein. Und gehe dann hier ein bisschen rüber. Und blende mir das ganz leicht erstmal rein. Erstmal, um so einen Eindruck dafür zu kriegen. Sehr schöne Farbe. Ihr wisst, ich mag es ja, wenn es so ein bisschen overblushed ist. Vor allen Dingen gebe ich mir das, wenn ich nicht die richtige Foundation-Farbe habe, gerne auch hier so ein bisschen auf die Nase und auf die Stirn, weil das einfach das Ganze wieder so ein bisschen belebt. Ne? Ihr müsst überlegen, Make-up oder Full-Coverage-Make-up nimmt das Leben so ein bisschen aus der Haut und aus dem Gesicht. Und wenn ihr mit Blush Leben zurückgeben könnt, dann tut es. Weil so eine leichte Rötung auf der Stirn ist völlig normal. Oder hier ein bisschen an der Nase, ein bisschen um den Mund. Also so, dass es natürlich Full Coverage aussieht. Wunder, wunderschöne Textur. Sehr schmelzend, kann ich mir auch gut auf den Lippen vorstellen. Generell, ich finde, dass die Base so wunder, wunderschön aussieht. Na, wenn das jetzt alles passen würde, go! Wir haben aber noch einen Highlighter und den finde ich super spannend. Das ist der Mesmerize Liquid Luminizer. Auch hier ist die. Ist aber hart aufzumachen. Auch hier haben wir so einen Doe Foot Applicator. Den finde ich persönlich besser beim Concealer. Schaut euch das mal an, ne? Das ist der Applikator von dem Highlighter. Und sowas mag ich persönlich. Und im Vergleich seht ihr, ne? Das ist hier so ein Spatel und das ist so ein Kamelfüßchen. Auch hier, ich gebe mir das erstmal auf die Hand. Und schau mir das mal an, was ich gerne mache, wobei mittlerweile ist es schon so ein bisschen outdated. Ne? Also Huda Beauty 2018. Wow, sehr schön in den Blush mit rein. Den unter die Foundation geben. Ne? Dann habt ihr einfach von unten diesen Glow. Das ist schön. Schaut mal, wie schön der sich in diese feuchte Base mit einschmilzt. Gib mir den auch gleich hier so ein bisschen auf die Augen. Wow. Ich muss sagen, die Base gefällt mir fantastisch gut. Wunderschön. Und er zersetzt halt alle Produkte drunter nicht. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen setten. Ich habe kein Puder gekauft. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es gab es nicht, als ich bestellt habe. Ich habe recht früh morgens bestellt und vielleicht waren noch nicht alle Produkte verfügbar. Ich nehme jetzt einfach hier mein absolutes Lieblings-Setting-Puder von Sensai. Gehe hier so ein bisschen rein. Einfach nur, um das hier so ein bisschen zu mattieren unter den Augen, dass es nicht weiter creased. Aber ihr habt gesehen, ne? Also so wirklich creasen tut es auch ohne Puder nicht. Mir ist es persönlich sonst aber, glaube ich, ein bisschen zu wet für den Alltag. Für Fotos oder so kann ich mir vorstellen, dass ich gar keinen Puder ungefähr unbedingt bräuchte. Base, fantastisch, super gut. Also wirklich kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Würde ich wieder tragen. Wenn sich das jetzt über die nächsten Stunden gut verhält, gar nicht schlecht. Ich werde die Foundation definitiv in der richtigen Farbe nochmal kaufen. Und dann passt der Concealer farblich auch. Und dann kann ich das Ganze so ein bisschen mehr beurteilen. I'm sorry for that, aber ich glaube, fürs Feeling ist es okay. Ich gebe mir jetzt mal was, das gab es gratis mit dazu, weil ich
sehr viel Umsatz bei Sephora habe und dann kann man sich immer so Punkte einlösen. Von Natasha Denona hier. So ein Chroma Crystal Top Coat. Und den gebe ich mir einfach so, schaut euch das an. Einfach hier auf die Augen für diesen Wet Eye Look. Wow. Also wenn ihr genug Punkte habt, ich glaube, das ist gerade so eine Aktion von Sephora. Dieses Ding. Falls nicht, ich verlinke euch das. Ich habe heute keine Zeit für Lidschatten, aber ich möchte so ein bisschen was auf den Augen haben. Ich möchte frisch aussehen. Ich möchte aussehen wie, weiß ich nicht. Frisch, gesund. Love it. Für die Lippen habe ich mir etwas gekauft, um das euch zu zeigen, weil das in einem Set war. Und es gibt verschiedene Lippenprodukte von Rare Beauty. Es gibt aber auch ein Set. Und das war natürlich ein Stückchen günstiger. Das gab es aber nur in dieser einen Farbe zu dem Zeitpunkt. Und zwar ist das ein Lippenstift und ein Lipgloss. Wir schauen mal, wie die Farbe jetzt aussieht. Wir haben hier die Farbe Sincere Dewy Lip Balm. Recht klein, aber für die Reise vielleicht gar nicht schlecht. Und wäre auch eine super schöne Blushfarbe. Gar nicht mehr gewohnt, Lippenstift aufzutragen, ne, sondern immer nur so Liquid Lipsticks. Also ihr merkt richtig, wenn das auf die Haut kommt, dass es sofort schmilzt. Sehr schöne Farbe. Ich habe gedacht, dass er dunkler ist. Wirkt eher ein bisschen rosaner. Aber ich glaube, der verschmilzt so ein bisschen mit der eigenen Lippe. Also, ich bin so ein bisschen überrascht gerade, weil die Produkte sich nicht anfühlen wie Make-up auf der Haut, sondern eher wirklich wie so eine Lippenpflege gerade. Die Haut ist wie eingecremt, als hätte ich gerade eine Maske drauf. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Gloss ist. Der ist in der Farbe Nearly Mauve. Riecht auch nicht. Und das Füßchen finde ich persönlich spannend. Ne? Das ist ein sehr, sehr flaches Füßchen. Bin ein bisschen sprachlos gerade. Okay, und so sieht das Ganze einmal fertig aus. Vom Auftrag her, von der Applikation her, wunder, wunderschön. Ich meine, diese Kombination, ne? Jetzt natürlich mit diesem Lidschattentopper und diesem Liquid Highlighter und diesem Cream Blush. Super, super einfach. Sehr schön und sehr frisch. Ne? Also ich fühle mich jetzt nicht doll geschminkt, sondern einfach nur so, ich war ein bisschen im Urlaub, ein bisschen BB-Cream, ein bisschen Blush, ein bisschen Highlighter, Mascara, fertig. Sehr schön. Preislich ist das Ganze wirklich, ne? Also das ist schon, ich finde es, ich glaube, es ist sogar ein Stückchen teurer als Fenty Beauty. Aber wenn ihr mich fragen würdet, was kann ich jetzt sofort empfehlen, der Blush und dieser Liquid Highlighter sind fantastisch. Auch diese Lippenkombi. Sehr schön, sehr erwachsen, nicht so verspielt. Ich bin sehr gespannt auf die Lidschattenpaletten und ich bin super gespannt auf eure Meinung. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Rare Beauty? Und falls nicht, schreibt mir gerne mal eure Wunschliste in die Kommentare. Vielleicht erfülle ich ja der einen oder anderen von euch einen kleinen Wunsch. Das mache ich ganz gerne mal. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Schaut unbedingt bei Beauty Mates vorbei. Diese künstliche Intelligenz ist einfach krass. Genauso wie dieses Make-up. I love it. Bis zum nächsten Mal.